Es war einmal ein kleines afrikanisches Stinktiermädchen namens Lulu. Lulu, c'est moi. Ihr werdet euch fragen, wie ein Stinktier nach Afrika kommt. Nun, die Familie von Lulu, dem kleinen afrikanischen Stinktiermädchen, war von Tierfängern einmal nach Afrika gebracht worden, in einen Privatzoo. Und dort ist die Familie dann ausgebüxt und hat sich am Fuße des Berges Kilimandscharo niedergelassen. Lulu war dann über viele Umwege zu uns gekommen und wohnte mal in einem Wald und mal auf dem Bauernhof bei Freddy dem Esel. Ich liebe nämlich die Abwechslung. Jawohl. Es liebte nämlich die Abwechslung, ganz genau. Und eines Morgens im Winter, da... Das Stinktier hatte im Wald übernachtet und wunderte sich nicht schlecht, als es an diesem Tage aufwachte. Was ist das denn? Etwas Nasses, Glibberiges und für sie völlig Unbekanntes tropfte von oben auf sie herab, auf die Nase der kleinen Lulu. Pfui. Wo kommt denn das her? Hilfe! Das kommt ja von überall! Das ist ja unerhört! Der ganze Wald wird ja verschmutzt! Das ist Umweltvergiftung! Aufhören! Au wei, was ist denn das? Mensch, hör doch auf, das ist kein Spaß! Ihr tropft die ganze Bude voll! Das find ich überhaupt nicht toll! Von oben kommt es nass und kalt, bekleckert uns den ganzen Wald! Das hab ich ja noch nicht gesehen! Das find ich überhaupt nicht schön! Wie schleimig und wie schlabbrig, wie glibbrig und wie glabbrig, es kleckert immer auf mich drauf, man hört das denn bloß wieder auf. Was ist denn da heute nur verkehrt? Die Umwelt wird total zerstört, es kleckert, wohin man auch blickt, die ganze Welt spielt ja verrückt. Das hält kein Mensch, kein Stinktier aus, ich hau schnell ab, ich will hier raus, der Wald wird voll von Dreck und Schmutz, wo bleibt denn bloß der Umweltschutz? Wie schleimig und wie schlabbrig, wie glibbrig und wie knapprig, es kleckert immer auf mich drauf, wann hört das denn bloß wieder auf? Überall dieser komische, weiße, eklige Schaum, diese widerlichen Flocken. Ich muss schnell die anderen informieren, Freddy und seine Freunde. Freddy ist der Einzige, der hier noch helfen kann. Freddy! Das kleine Stinktier rannte los, so schnell es konnte. Es rannte und rannte durch den Wald und atemlos kam es dann schließlich am Bauernhof an und als erstes traf es Freddy, den klugen Esel. Freddy! Was ist denn los, kleines Stinktier? Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Ein wunderschöner Tag? Die Welt geht unter! Eine Umweltkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes naht! Und du sagst, es ist ein wunderschöner Tag? Was ist denn hier los? Sokrates, der alte Kater, der auch auf dem Bauernhof lebte, kam etwas genervt um die Ecke der alten Scheune. Lulu besucht uns, Sokrates. Aber sie hat anscheinend Sorgen. Sorgen? Was denn für Sorgen? Ja, fühlt ihr es denn nicht? Seht ihr es denn nicht? Wir werden angegriffen. Vielleicht von Außerirdischen, die uns zuschleimen wollen, um dann die Welt zu erobern. Wir müssen etwas tun. Die UN alarmieren. Ich verstehe kein Wort. Was denn für Außerirdische? Es geht in erster Linie um dieses weiße, schleimige, kalte, nasse... glibbrige Zeug, was von oben pausenlos auf uns runterkleckert. Der ganze Wald ist schon voll davon. Und hier hat es auch schon angefangen. Wenn das nicht aufhört, werden wir alle darin versinken. Ach so, das meinst du? Das ist nicht weiter schlimm. Aber kleines Stinktier, das ist doch nur Schnee. Schnee? Schnee. Schnee, der Winter hat begonnen. Womit? Hast du denn noch nie von Schnee und Winter gehört? Natürlich. Es kommt ja aus einer ganz heißen Gegend in Afrika, wo es keinen Schnee gibt. Nur auf den ganz hohen Bergen. Das
ist das weiße Zeug, was auf den hohen Bergen liegt? Wir haben immer gedacht, das wären ganz viele Gänseblümchen. Schade. Und was jetzt? Gar nichts. Der Schnee ist überhaupt nicht schädlich, sondern sehr schön. Er macht alles weiß und wir können Schneemänner bauen oder eine Schneeballschlacht machen und im warmen, gemütlichen Stall ein Schwätzchen halten. Und am warmen Ofen schlafen und heiße Milch mit Honig trinken. Und wenn es bei uns schneit, dann bedeutet das, dass bald Weihnachten ist. Weihnachten. Oh, wie schön, Weihnachten. Weihnachten? Was ist denn Weihnachten? Weihnachten ist das Wunderbarste, was es auf der ganzen Welt gibt. Für mich ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit im Jahr. Weihnachten wird auf der ganzen Welt gefeiert. Eines der schönsten Dinge, die es gibt. Aha! Lulu, das kleine afrikanische Stinktiermädchen, war noch nicht so lange auf dem Bauernhof. Es hatte noch nie von Weihnachten gehört. Die anderen Bauernhoftiere kamen nun neugierig zusammen. Vielleicht kennt ihr sie ja schon. Henning, der Hahn und seine Hühner und die Küken und seine Kinder und Kindeskinder. Und Kriemhild, die weiße Ziege, Horst Hengst, das Pferd mit der Zahnlücke, die Kuh und das Kälbchen, der alte Hund, die sieben frechen Ferkel und alle anderen. Komm mal, schau mal, es schneit. Ja, was ist denn, meine kleine Jana, Maria, Clarissa, Agathe, Kleopatra, Hyazinthe, Tulipa, Tancarola, Sissi? Die kleinen Küken, Henning, Hahns Kinder und Kindeskinder, liefen jetzt überall im Hof herum und tanzten mit den Schneeflocken, so sah es jedenfalls aus. Auch die Ferkel, Leopold, Eberhard, Franz, Lieschen, Fritzchen, Hedwig und Klärchen sprangen herum. Sie versuchten, die Schneeflocken mit der Zunge zu fangen. Das kleine Stinktier beobachtete das Ganze aus sicherer Entfernung von einer geschützten Ecke aus. Jedenfalls kommt mir die Sache ganz schön spanisch vor. Es schneite und schneite und schneite und es wollte scheinbar gar nicht aufhören. Die Tiere freuten sich über den Schnee, außer vielleicht Kriemhild, die weiße Ziege. Das ist nur, wenn der Schnee immer her und her wird, sodass wir hier eingeschneit werden und gehen, alle mehr zu uns durchkommen. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich da noch an den Winter vor 12 Jahren oder war es vor 13. Also da hat doch... Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Die Scheunen sind voll Heu und Stroh und gut geschützt. Die Ställe sind warm und wasserdicht. Uns kann gar nichts passieren. Hoffentlich hast du recht, Freddy. Hoffentlich hast du recht. Es war nun richtig Winter geworden. Eine dicke Schneedecke lag über dem Land. Und auch der Bauernhof, die große Scheune und die Ställe waren weiß bedeckt. Das kleine afrikanische Stinktiermädchen, das in Afrika noch nie Schnee aus der Nähe gesehen hatte, gewöhnte sich langsam an die weiße Pracht. Und es wohnte jetzt lieber auf dem Bauernhof, denn hier gab es genug trockene Plätze. Abends trafen sich die Tiere im großen Kuhstall und erzählten sich Geschichten oder machten Spiele. Freddy, der Esel, freute sich, dass dieses Jahr alle seine Eselverwandten zu Besuch kommen würden. Kriemhild, die weiße Ziege, war ganz und gar nicht begeistert, als sie davon erfuhr. Deine ganze Mischpurke kommt hier zu Weihnachten, Herr Freddy, ich glaube. Ja, aber warum denn nicht, Kriemhild? Es ist doch schön, wenn die Familie zusammen ist zum Weihnachtsfest. Ja, schön voll ist es, sonst gar nicht. Wir... Ich liebe an Weihnachten besonders die Gemütlichkeit zu Hause. Und wenn da so eine Bagage kommt, dann ist es nicht mit der Gemütlichkeit. Also ich finde das schön, dass deine Familie kommt. Vielleicht sollten wir doch mehr einladen. Familie und Freunde machen doch das Weihnachtsfest zu dem, was es ist. Findet ihr nicht auch? Was ist denn das Weihnachtsfest, Onkel Henning? Warum gehst du denn nicht mit den anderen Kindern spielen? Aber es liegt doch Schnee. Wie soll man denn da spielen? Man kann im Schnee spielen. Aber da wird man doch nass. Du wirst doch wieder trocken, keine Sorge. Und wenn ich mich erkälte, dann bekomme ich Schnupfen. Und Kopfschmerzen. Aber Lulu, wo ist denn deine Abenteuerlust geblieben? Na,
eigentlich hast du recht. Na, da bin ich mal gespannt, was man im Schnee alles spielen kann. Schneeball oder Schnänzchen pieps einmal oder Schnersteck dich oder Schnensch ärgere dich nicht. Am nächsten Morgen bauten die Tiere mit Lulu einen Schneemann. Auch das hatte sie noch nicht gesehen. Nur leider überlebte der Schneemann nicht sehr lange, denn... Vorsicht! Kurz vor Weihnachten kam Freddys bester Freund, Eugen Eule aus dem Wald, zu Besuch. Hallo, Eugen Eule! Wer baut denn da Hindernisse mitten in meiner Landebahn? Au, au! Eugen? Mensch, Eugen, sieh mal, wir haben einen Schneemann gebaut. Wo ist der denn? Wart ihr das etwa? Aua, ihr könnt doch nicht einfach einen dicken, fetten Schneemann in meiner Landebahn bauen, wenn ich da vorbeifliege. Woher sollten Sie denn wissen, dass du uns ausgerechnet heute besuchen kommst? Na, aber Kinder, es ist doch bald Weihnachten. Weihnachten? Schon wieder dieses komische Wort. Unser schöner Schneemann ist kaputt. Dann bauen wir ihn eben wieder auf. Und wir helfen euch dabei. Oh, klasse, klasse, klasse. Dieses Schneemann aufbauen macht mir so richtig Spaß. Und dieser Schnee, ui, der kitzelt so schön. Fang mich doch, fang mich doch. Was ist denn jetzt los? Au! Hey, Eugen, was soll denn das? Das war noch ein Schneeball. Au, das finde ich aber gemein. Das ist doch nur Spaß. Du und schon war die schönste Schneeballschlacht im Gange. So wie ich. Die Freunde balgten sich im Schnee und bewarfen sich mit Schneebällen. Na, warte, du Kleine. Also, den Winter finde ich doch ziemlich klasse. Aufgepasst! Und Schuss! Aber keinen mit Eis drin werfen. Und keinen mit Steinen drin, sonst gibt's Beulen. Papa sagt, das ist gefährlich. Was ist gefährlich? Das hier. Aua! Pfui! Wer wagt es mir, Henning die Mahn, einem der wichtigsten Tiere auf diesem Bauernhof, einen Schneeball ins Gesicht zu werfen? Ich! Also das ist doch wirklich unerhört. Henning, mach doch mit! Eugen, Eule, seht mal, wie schön! Wir wollen den Schneemann wieder aufbauen. Wir bauen einen Schneemann, den nennen wir Kaufmann. Lulu, das kleine afrikanische Stinktiermädchen, hatte sich nun viele Gedanken über Weihnachten gemacht und beschloss, den klugen Esel jetzt nach allem gründlich auszufragen. Was ist denn, kleines Stinktier? Also, was Schnee und Winter ist, habe ich ja jetzt so einigermaßen begriffen. Aber was heißt denn diese Freinacht, von der ihr da immer redet? Du meinst Weihnachten? Das ist eine der schönsten Zeiten im Jahr. Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Freude. Und der Ruhe. Miau. Weihnachten ist einfach wunderbar. Aber warum feiert ihr denn nun diese Mainacht? Weihnachten, kleines Stinktier. Weihnachten. Weihnachten. Von mir aus. Weihnachten ist das Fest des Friedens. Das ist für mich das Wichtigste. Ja. Weihnachten ist ein Fest der Familie. Das ist für mich und meine Frauen und Kinder und Kindeskinder das Wichtigste. Und für mich ist es ein Fest der Häuslichkeit und der Gemütlichkeit. Für mich sind die Geschenke wichtig, denn dann weiß ich, dass man mich mag. Und ich mag die Kekse und den Kuchen. Ich mag die Kerzen und das Licht, weil ein Licht gekommen ist. Licht? Was denn für ein Licht?
Und ich mag die Lieder. Die schönen, zu Herzen gehenden Weihnachtslieder. Mit den schönen Melodien und den schönen Texten. Auch wenn ich manchmal gar nicht verstehe, worum es geht. Das Weihnachtsfest rückte immer näher und die Menschen und Tiere bereiteten sich sorgfältig vor. Das kleine Stinktier beobachtete genau, wie die Bäuerin einen Adventskranz an die Tür des Bauernhauses hängte, wie die Kinder den Tannenbaum schmückten, der vor dem Bauernhaus stand, und wie die Knechte und Mägde die Ställe und den Hof schrubbten und alles sauber machten. Denn zum Weihnachtsfest sollte alles wunderschön aussehen. Girlanden wurden aufgehängt, Lichter in die Fenster gestellt, es wurde gebacken und gekocht, Geschenke eingepackt, alles schön vorbereitet. Aber einen Tag vor Weihnachten war das kleine Stinktiermädchen immer noch nicht schlauer. Na, kleines Stinktier, was ist denn mit dir los? Du siehst ja so nachdenklich aus. Hallo Sokrates! Hallo Eugen! Ja, natürlich sehe ich nachdenklich aus. Und warum? Weil ich nachdenke. Und worüber? Na, über das Fest. Worüber sonst? Das Fest muss doch einen Sinn haben, das Fest. Ja, genau, das stimmt. Und Weihnachten heißt doch geweihte Nacht. Also eine besondere Nacht. Und was ist das für eine besondere Nacht? In einem Stall ist etwas passiert. Bei Esel und Rind. Ein Esel und ein Rind? Ich finde, das muss man Freddy und der Kuh erzählen. Was soll denn in einem Stall Besonderes passiert sein? Das weiß ich auch nicht. Das weißt du auch nicht? Und war da auch irgendwo eine Eule dabei? Ja, eine Schneeeule. Selbe Schneeeule. Vielleicht sollten wir alle doch viel mehr über dieses Fest nachdenken. Vielleicht? Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Wenn man keinen Grund hat, etwas zu feiern, warum feiert man dann überhaupt? Wir sollten Freddy danach fragen. Aber gleich morgen. Da frage ich ihn. Gleich morgen. Am nächsten Morgen war das Stinktier früh auf den Beinen, um Freddy den Esel nun endlich nach dem Grund für das Weihnachtsfest zu fragen. Ich wollte dich fragen, ob du mir mal bitte... Ich habe gar keine Zeit. Schau mal, wer da ist. Alle meine Brüder und Schwestern mit ihren Frauen und Männern und Kindern. Und sogar meine Tante ist gekommen. Wie schön, dass wir alle da sind. Kommt, ich zeige euch meinen Stall. So was Doofes. Eugen! Eugen!
Was denn, kleiner Lulu? Du bist doch mein Freund und da wollte... Ich kann jetzt nicht. Stell dir mal vor, Lied und ich sind bei den Fröschen zu einem Weihnachtsfrühschuppen eingeladen. Und heute Nachmittag treffen wir uns mit den Enten vom Teich. Und heute Abend bin ich bei Freddy und seiner Familie eingeladen. Toll, was? Ganz toll. Na dann, tschüss. Tschüss. Jetzt will ich's aber endlich wissen. Ich will's wissen, ich will's wissen. Sag es mir doch bloß. Alle waren beschäftigt und liefen aufgeregt hin und her. Die Bauernhoftiere sahen aus, als hätten sie keine Zeit. Na, also das ist ja ganz toll. Jetzt bin ich noch nicht mal irgendwo eingeladen. Oder vielleicht doch, da kommt das kleine Küken. Hallo, kleines Stinktier. Hallo, kleines Stinktier. Hallo, kleines Küken. Stell dir vor, ich bekomme zu Weihnachten ein eigenes Nest. Ein eigenes Nest, das ich mir nur mit 5 anderen Küken teilen muss. Prima, das habe ich mir schon immer gewünscht. Na prima, und feiert ihr auch? Ja, Papa hat gesagt, dieses Jahr laden wir gar keine anderen ein, sondern bleiben ganz unter uns. Nur Papa und Mama und die 56 Tanten und die 278 Kinder und Kindeskinder. Ist das nicht schön? Ja, ganz schön. So eine Pleite. Ist was? Nö, nö, ich muss nur ganz schnell los. Weihnachten feiern. Etwas enttäuscht und ziemlich verärgert stapfte nun Lulu, das kleine afrikanische Stinktiermädchen, durch den Schnee in den nahen Wald. Wenn man mich nicht mehr braucht, dann weihnachte ich eben ganz allein für mich im Wald. So, hoffentlich treffe ich keinen von den anderen. Am besten ich haue ab, tief in den Wald, wo mich keiner kennt. Das kleine Stinktier lief immer tiefer in den Wald und blieb schließlich auf einer Lichtung sitzen, bis es abends war. Plötzlich hörte es etwas Merkwürdiges. Heilige Nacht, alles schläft, einsam war... Oh, wen oder was haben wir denn da, was? Gar niemanden. Gar niemanden? Aber, du bist doch jemand. Jawohl, ich bin jemand. Ich bin Lulu, das kleine afrikanische Stinktiermädchen. Und nach Afrika will ich auch wieder hin. Aber wieso denn? Ach. Was ist denn los? Na, aber, wer wird denn am Weihnachtsabend so stinkig, so schlechter Laune sein? Vertrau dich ruhig dem alten Dagobert an. Weil mir kein einziger von meinen Freunden erklären kann, was Weihnachten bedeutet. Und weil keiner mit mir feiert. Die haben mich einfach vergessen. Na, das ist aber nicht sehr schön. Ich feiere auch alleine. Bin halt ein Einzelgänger. Aber ich weiß überhaupt gar nicht, worum es Weihnachten geht. Nein? Nein. Hörst du das? Ja. Und weißt du, was das ist? Nö. Na dann komm mal mit. Und das kleine afrikanische Stinktiermädchen mit Namen Lulu folgte dem alten silbergrauen Dachs mit Namen Dagobert durch den Wald zurück zum Bauernhof. Komm hier lang. Der Bauernhof sieht so leer aus. Komm mit. Der Dachs führte das kleine Stinktiermädchen jetzt durch den hohen Schnee über eine weite schneebedeckte Wiese und dann über einen kleinen Hügel, von dem man in ein kleines Tal hinabsehen konnte. Schau mal da unten. Weißt du, was das ist? Hab ich schon mal gesehen. Das ist eine Kirche. Und was macht man da? Das weiß ich. Singen und mit Gott reden. Komm, weiter. Der Dachs und das kleine Stinktier schlichen den Hügel hinab bis in die Nähe der kleinen Kirche. Die Kirche war voller Menschen. Sie sangen gerade. Das Licht der Kerzen strahlte aus der Kirche bis zu den beiden Tieren hinüber. Na, was siehst du? Vor der Kirche ist ein kleines Haus aufgebaut, ganz aus Holz. Und da stehen Kinder oder
kleine Männer. Der Dachs schmunzelte und die beiden schlichen noch näher an die Kirche heran, damit das Stinktier besser sehen konnte. Das ist ja ein Stall. Davon haben meine Freunde erzählt. In einem Stall ist etwas Besonderes geschehen, haben sie gesagt. Aber das sind ja keine Kinder oder Männer. Das sind ja Holzfiguren. Ach, und die sind aufgestellt, damit man weiß, was passiert ist. Da sind ja auch Tiere aus Holz. Schafe und ein Esel und ein Ochse. Und über dem Stall ist ein Stern. Und in dem Stall, in dem Futtertrog, ist ja ein Baby drin. Ein Baby? Was macht denn das im Stall? Als das Baby zur Welt kam, hatte man gerade gar keinen Platz in dem Ort, wo es war, damals. In Bethlehem, in Israel. Kein Platz für so ein süßes Baby? Und wie schön seine Mutter aussieht. Oh, und der liebe Papa. Und die Schäfer sind gekommen. Und Könige, die schenken dem Kind ja was. Oh, wie schön. Also hat das Kind Geburtstag? Ja, es ist gerade geboren. Warum sagt mir das denn keiner? Warum sagt mir das denn keiner? Es geht also um einen Geburtstag. Ist ein Fest der Liebe. Aber von wem? Na dann hör jetzt mal gut Liebe zu. Gottes zu allen Menschen. Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, um zu zeigen, wie er uns liebt. Und wie das damals war, steht folgendermaßen in der Bibel. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, der in Bethlehem geboren wurde, reiste er von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner jungen Frau Maria, die ein Kind erwartete. Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, weil sie in dem Gasthaus keinen Platz bekommen hatten. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist der Messias, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt im Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Nachdem die Engel sie verlassen hatten, das war aber schön, Onkel Freddy. Hey, komm, was macht ihr denn alle hier? Wir haben dich gesucht. Und nach deinen Spuren und deinem Duft haben wir dich schnell gefunden. Hallo Dagobert. Hallo Freddy. Frohe Weihnachten euch allen. Ich glaube, ihr habt das kleine Stinktier wohl ein bisschen vergessen. Ja, das tut uns allen leid, weil wir Esel dachten, du wärst bei den Hühnern. Und die Hühner dachten, du wärst bei den Katern. Und die Kater dachten, du wärst bei den Eseln. Es tut uns leid, dass wir uns nicht um dich gekümmert haben. Aber dadurch haben wir auch hierher gefunden und nun endlich alle die Weihnachtsgeschichte gehört. Habt ihr alles mit angehört, was Gott gemacht hat und die Engel und Gottes Sohn und alles als Retter für die Menschen? Ja. Aber kapiert habe ich nicht alles. Ich erkläre es dir nachher. Oh, was für eine wunderbare Nacht. Was für ein schönes Fest und was für ein schönes Kind. Und wird das nur hier gefeiert? Nein, überall.
auf der ganzen Welt von Millionen Menschen groß und klein. Die denken heute an dieses Kind und an das, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Toll! Kommt, lasst uns jetzt alle nach Hause gehen und gemeinsam richtig Weihnachten feiern. Oh ja! Darf der Dachs Dagobert mit? Bitte! Aber na klar, wir würden uns freuen, Dagobert. Gerne. Also, das ist das schönste Weihnachtsfest, das ich in meinem langen Leben miterlebt habe. Ich bin ganz gerührt. Können wir nicht noch so ein Weihnachtslied singen? Bitte, bitte, bitte. Singend zogen alle Tiere nach Hause zum Bauernhof, um in der großen Scheune das Weihnachtsfest zu feiern. Das war die Geschichte, wie Freddy der Esel und seine Freunde durch das kleine afrikanische Stinktiermädchen namens Lulu entdeckt haben, was der Sinn des Weihnachtsfests ist. Die Weihnachtsgeschichte kann man sogar überall nachlesen. In so einem Buch, das ist ganz dick und schwarz, aber manchmal auch dünn und rot oder blau und mittel. Und da steht das drin, hat mir Freddy erzählt, wie das alles war und wie das weiterging. Aber wie hieß das Buch noch? Da habe ich vergessen. Da muss ich doch gleich mal jemanden fragen.